Im Herzen des Menschen brodelt ein ständiger Kampf. Ein Kampf zwischen Hoffnung und Verzweiflung, Licht und Dunkelheit, Liebe und Hass. Viele Philosophen haben behauptet, dass der äußere Krieg, den wir in der Welt sehen, nichts anderes ist als eine Projektion dieses inneren Konflikts. Doch was, wenn wir diesen inneren Krieg verstehen und überwinden könnten? Könnte dies der Schlüssel sein, um den weltweiten Konflikten ein Ende zu setzen? Der menschliche Geist ist ein Komplex aus Emotionen, Überzeugungen und Erfahrungen. Jeder von uns trägt Narben aus der Vergangenheit, Schatten von Ängsten und das leuchtende Licht der Hoffnung mit sich. Es sind diese inneren Kräfte, die unsere Aktionen und Reaktionen formen, und oft sind es die unaufgelösten Konflikte in uns, die zu Missverständnissen, Aggressionen und letztlich zum Krieg führen. Jeder von uns hat schon einmal das Gefühl der Wut erlebt, den brennenden Wunsch, Recht zu haben oder sich durchzusetzen. Doch wie oft haben wir innegehalten und uns gefragt, woher diese Gefühle kommen? Liegt ihr Ursprung wirklich in der äußeren Welt oder sind sie vielmehr eine Reflexion unserer eigenen inneren Unsicherheiten und Ängste? Um die Welt zu verändern, müssen wir zuerst uns selbst verändern. Das bedeutet, mutig in den Spiegel zu schauen und die dunklen Ecken unseres Geistes zu erkennen. Es bedeutet, Vergebung für uns selbst und andere zu üben und die Wunden der Vergangenheit heilen zu lassen. Wenn wir Frieden in uns selbst finden, können wir Frieden in der Welt schaffen. Denn eine Person, die in sich selbst Harmonie gefunden hat, wird weniger wahrscheinlich Konflikte suchen oder sie verstärken. Stattdessen wird sie Wege suchen, Brücken zu bauen, Gemeinsamkeiten zu finden und Verständnis zu fördern. Es liegt also an uns allen. Jeder Schritt, den wir auf dem Weg zur Selbstkenntnis und inneren Heilung machen, ist ein Schritt in Richtung einer friedlicheren Welt. Lasst uns den Krieg in uns selbst bekämpfen, sodass wir in der Lage sind, den Krieg in der Welt zu beenden. Der Weg mag lang und beschwerlich sein, aber die Reise selbst wird uns stärken, inspirieren und letztlich zu dem Wandel führen, den wir in der Welt sehen wollen. Jeder von uns hat die Macht, einen Unterschied zu machen. Lasst uns heute beginnen. Die innere Zitadelle im Angesicht des Krieges. In den finstersten Zeiten, wenn die Welt von Chaos und Konflikten umgeben zu sein scheint, braucht jeder Mensch einen Zufluchtsort, einen Ort der Stille, der Kraft und des Friedens. Für die Stoiker, jene Philosophen des antiken Griechenlands und Roms, existierte ein solcher Ort, nicht in der physischen Welt, sondern tief im Inneren eines jeden Individuums. Sie nannten diesen Ort die innere Zitadelle. Die innere Zitadelle ist nicht einfach nur ein Konzept oder eine Idee, sie ist ein mentaler und spiritueller Raum, den jeder von uns in sich trägt. Ein Ort, an den wir uns zurückziehen können, um uns vor den Stürmen des Lebens zu schützen, um Klarheit und Perspektive zu gewinnen und um uns auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist. In dieser Zitadelle sind wir sowohl der Herrscher als auch der Beschützer unseres eigenen Reiches. Hier können wir uns von den Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, befreien und erkennen, dass wahre Macht nicht darin liegt, die Welt zu kontrollieren, sondern unsere Reaktionen auf sie. Wie kann man nun diese innere Festung in Zeiten des Krieges und Chaos nutzen? Der Schlüssel liegt in der Selbstreflexion und im Verständnis. Selbst inmitten von Kriegen und Unruhen bleibt die innere Zitadelle unberührt, ein Fels in der Brandung. In ihr erkennen wir, dass externe Ereignisse, so schmerzhaft sie auch sein mögen, unseren inneren Zustand nicht bestimmen können, es sei denn, wir lassen es zu. Stärke und Frieden, so lehren uns die Stoiker, kommen nicht von äußeren Umständen, sondern von unserer Fähigkeit, über sie zu reflektieren und die richtige Perspektive zu gewinnen. Wenn wir uns innerlich sicher und zentriert fühlen, können wir selbst in den härtesten Zeiten mit Anmut und Tapferkeit agieren. Die Herausforderung besteht darin, sich regelmäßig in diese Zitadelle zurückzuziehen, insbesondere wenn der Lärm der Welt überwältigend wird. Meditationspraktiken, Tagebuchschreiben oder einfach stille Reflexion können Wege sein, um diesen inneren Raum zu betreten und sich mit seiner Kraft zu verbinden. Die innere Zitadelle ist mehr als nur ein philosophisches Konzept.
Sie ist ein Werkzeug, ein Schutzraum und ein Kompass in stürmischen Zeiten. Indem wir lernen, auf diese innere Festung zuzugreifen und uns auf ihre Weisheit zu verlassen, können wir einen Anker der Stabilität in einer sonst chaotischen Welt finden. Inmitten des Krieges und des Chaos mag die äußere Welt unsicher sein, aber innerhalb unserer Zitadelle finden wir den Frieden und die Kraft, den wir brauchen, um voranzukommen. Der Stoizismus und die Gemeinschaft. Zusammenhalt in Zeiten von Konflikten. Die raue Brandung der Geschichte zeigt uns immer wieder, Konflikte und Kriege sind tragische, aber stetige Begleiter der menschlichen Existenz. In solch stürmischen Zeiten wird die Notwendigkeit einer festen Gemeinschaft, die sich auf gemeinsame Werte und Prinzipien stützt, besonders deutlich. Der Stoizismus, diese alte Philosophie des Gleichmuts und der inneren Festung, hat hierbei eine tiefe und oftmals übersehene Lektion zu bieten: den Wert der Gemeinschaft und des Zusammenhalts in Zeiten des Aufruhrs. Die Stoiker verstanden den Menschen nicht als isolierte Einheit, sondern als Teil eines größeren Ganzen, eines kosmischen Netzwerks, in dem jedes Individuum eine einzigartige und wertvolle Rolle spielt. In diesem Weltbild ist der Mensch von Natur aus ein soziales Wesen, geboren, um in Gemeinschaft mit anderen zu leben und zu arbeiten. In Zeiten von Kriegen und Krisen ist es dieses stoische Verständnis von Gemeinschaft, das den Menschen nicht nur Trost bietet, sondern auch eine klare Richtung. Denn wenn das Individuum in seiner inneren Zitadelle Stärke und Frieden findet, dann kann die Gemeinschaft als Ganzes, gestärkt durch den Zusammenhalt jedes Einzelnen, zu einer mächtigen Bastion des Widerstands und der Resilienz werden. Der Stoizismus lehrt uns, dass echter Zusammenhalt nicht einfach nur durch gemeinsame Interessen oder Ähnlichkeiten entsteht. Er entsteht durch das tiefe Verständnis, dass wir alle Teil des gleichen kosmischen Plans sind und dass das Wohl des Einzelnen untrennbar mit dem Wohl der Gemeinschaft verbunden ist. In Konfliktsituationen bedeutet das, über den eigenen Schatten zu springen, Empathie zu zeigen und zum Wohl der Gemeinschaft beizutragen, selbst wenn es bedeutet, persönliche Opfer zu bringen. Die Kraft der Gemeinschaft, inspiriert und geführt durch stoische Prinzipien, kann in Krisenzeiten Wunder wirken. Wenn Menschen sich auf gemeinsame Werte und Tugenden besinnen, können sie Barrieren überwinden, Brücken bauen und selbst in den dunkelsten Stunden Licht ins Dunkel bringen. Es ist wichtig zu betonen, dass der Stoizismus nicht nur eine Philosophie für das Individuum ist. Er ist eine Philosophie für die Gemeinschaft, für den Zusammenhalt, für das gemeinsame Überstehen von Herausforderungen. In einer Welt, die oft durch Konflikte und Spaltungen geprägt ist, bietet der Stoizismus eine zeitlose Erinnerung daran, dass wir, wenn wir zusammenhalten und auf die Weisheit unserer inneren Zitadelle hören, selbst die größten Stürme überstehen können. Moral und Ethik auf dem Schlachtfeld. Das Toben von Kriegen und Schlachten ist seit jeher ein fester Bestandteil der menschlichen Geschichte. Diese dunklen Kapitel sind oft geprägt von Heldentaten, aber auch von tiefen Abgründen menschlicher Grausamkeiten. Doch wie findet man inmitten des Chaos des Schlachtfelds eine moralische und ethische Richtschnur? Die stoische Philosophie mit ihrer tiefen Verwurzelung in den Prinzipien von Tugend und Weisheit bietet hier einen unerwartet klaren Kompass. Zunächst müssen wir verstehen, dass der Stoizismus das Leben als ein unvorhersehbares und oft herausforderndes Spiel der Natur ansieht, in dem der Tod unvermeidlich ist. Der Tod, so die Stoiker, ist nicht an sich böse, sondern lediglich eine natürliche Folge des Lebens. Es ist die Bedeutung, die wir ihm beimessen, und die Art und Weise, wie wir uns ihm nähern, die zählt. Dieses Verständnis verändert radikal unsere Perspektive auf das Sterben im Krieg. In Bezug auf das Wesen des Kämpfens argumentieren die Stoiker, dass nicht der Akt des Kämpfens an sich moralisch verwerflich ist, sondern die Motivationen und Absichten dahinter. Kämpft ein Soldat mit der Absicht, seine Heimat und Familie zu schützen, ist sein Handeln von einer anderen Natur, als wenn er aus Hass, Rache oder blinder Wut kämpft. Dabei ist es wichtig zu betonen, dass die stoische Ethik den Schwerpunkt auf die innere Haltung legt,
Es ist die Qualität unserer Gedanken und Intentionen, die unsere Handlungen formen und ihnen moralischen Wert verleihen. Jedoch wäre es ein Fehler zu glauben, dass die Stoiker blindes Kämpfen oder grausame Taten auf dem Schlachtfeld befürworten würden. Im Gegenteil, sie würden immer die Frage stellen: Dient diese Handlung dem Gemeinwohl? Ist sie im Einklang mit den universellen Prinzipien von Gerechtigkeit und Menschlichkeit? Der Stoizismus lehrt uns, dass selbst auf dem Schlachtfeld, inmitten des Lärms und des Blutvergießens, ein innerer Kompass existiert, der uns leiten kann. Es ist möglich, auch in den extremsten Umständen mit Integrität, Mitgefühl und Weisheit zu handeln. Leider sind Kriege und Konflikte noch immer Realität. Jedoch bietet die stoische Perspektive auf Moral und Ethik auf dem Schlachtfeld nicht nur Trost, sondern auch eine dringend benötigte Anleitung für jene, die im Dienst stehen und schwierige Entscheidungen treffen müssen. Vom Krieg zum Frieden, stoische Reflexionen über Heilung und Versöhnung. Während die Dunkelheit des Krieges sich wie ein Schatten über das menschliche Herz legt, flüstert der Stoizismus von einem Pfad, der uns zurück ins Licht führt. Dieser Pfad ist nicht nur eine Wegbeschreibung, sondern eine tiefgreifende Reflexion über Heilung und Versöhnung. Die stoische Philosophie lehrt, dass Krieg, so verheerend er auch sein mag, letztlich nur eine von vielen Prüfungen des Lebens ist. In ihrem Kern glauben die Stoiker, dass alle Ereignisse, ob gut oder schlecht, Gelegenheiten zur Weiterentwicklung bieten. Der Krieg, so tragisch seine Folgen auch sind, ist demnach eine weitere Gelegenheit, unseren Charakter zu formen und zu verfeinern. Wenn der Sturm des Krieges endlich nachlässt und der Himmel wieder aufklart, stehen wir vor der gewaltigen Aufgabe der Heilung. Die Stoiker würden behaupten, dass wahre Heilung von innen kommt. Es geht darum, sich den inneren Wunden und Narben zu stellen und sie als Teil des menschlichen Daseins anzuerkennen. Durch Akzeptanz und Verständnis können diese Wunden schließlich zu Zeichen der Stärke werden. In Bezug auf Versöhnung betont der Stoizismus die Bedeutung des Gemeinwohls und der Brüderlichkeit aller Menschen. Ein jeder von uns ist ein kleiner Teil des kosmischen Ganzen. Und jeder Konflikt, jede Feindschaft ist ein Riss in diesem universellen Netzwerk. Versöhnung bedeutet daher, diesen Riss zu heilen und die Harmonie des Ganzen wiederherzustellen. Dies kann nur geschehen, wenn wir unsere eigenen Egos und Vorurteile beiseite legen und das größere Bild sehen. Es wäre jedoch naiv zu glauben, dass dieser Prozess einfach oder schmerzfrei ist. Es erfordert Mut, Demut und vor allem den unerschütterlichen Glauben daran, dass Frieden und Einheit erreichbar sind. Der Stoizismus bietet uns nicht nur Trost, sondern auch praktische Werkzeuge und Ratschläge, um diesen steinigen Pfad zu beschreiten. Doch wie bei allen philosophischen Strömungen gibt es auch beim Stoizismus Grenzen und Kritikpunkte. Ist es wirklich immer möglich, das innere Gleichgewicht zu finden, selbst nach den schlimmsten Gräueltaten? Kann der Stoizismus in jedem Kontext Antworten liefern? In unserem nächsten Kapitel werden wir uns intensiv mit der Kritik am Stoizismus auseinandersetzen und prüfen, wo seine Grenzen liegen und wo er möglicherweise an seine Grenzen stößt. Kritik am Stoizismus in den Zeiten von Kriegen. Der Stoizismus mit seinen Jahrhunderten der Bewunderung bleibt nicht ohne Kritiker, besonders wenn es darum geht, seine Lehren in den dunkelsten Momenten der menschlichen Geschichte anzuwenden. Während des Krieges. Ein Hauptkritikpunkt ist, dass der Stoizismus oft als eine Philosophie der Passivität und der Akzeptanz missverstanden wird. In Kriegszeiten könnte diese Akzeptanz als Gleichgültigkeit oder sogar als Zustimmung zu Ungerechtigkeit und Grausamkeit interpretiert werden. Während ein Stoiker die äußeren Umstände als etwas ansieht, das nicht kontrolliert werden kann, argumentieren Kritiker, dass dies zu einer gefährlichen Lethargie führen kann, wenn aktives Handeln und Widerstand notwendig sind. Ein weiterer Punkt ist die stoische Vorstellung von Schicksal und Vorsehung. In einer Zeit, in der Tausende ihr Leben lassen und ganze Gemeinschaften zerstört werden, kann die Vorstellung, dass alles gemäß der Natur geschieht, herzlos und unsensibel erscheinen. Dann gibt es noch die Frage der Emotionen. Der Stoizismus lehrt uns, unsere Emotionen zu kontrollieren und nicht von ihnen beherrscht zu werden.
Aber inmitten der Schrecken des Krieges ist es wirklich menschlich, keine Trauer, Wut oder Furcht zu empfinden? Kritiker argumentieren, dass das Unterdrücken dieser natürlichen Gefühle nicht nur ungesund, sondern auch entmenschlichend sein kann. Schließlich wird die stoische Betonung des Individuums und seiner inneren Festung oft kritisiert. In Zeiten des Krieges ist das Kollektiv, die Gemeinschaft, von zentraler Bedeutung. Indem der Stoizismus den Fokus zu sehr auf das Individuum legt, könnte er möglicherweise das Gefühl der Gemeinschaft und des gemeinsamen Handelns untergraben. Während diese Kritikpunkte zum Nachdenken anregen, ist es auch wichtig zu erkennen, dass der Stoizismus, wie jede Philosophie, in verschiedenen Kontexten unterschiedlich interpretiert und angewendet werden kann. Schlussfolgerung: Stoizismus in Kriegszeiten. Unsere Erkundung des Stoizismus, besonders im Kontext des Krieges, hat uns tiefe Einblicke in das Kernstück menschlicher Existenz gewährt. Jeder Schritt auf dieser philosophischen Reise hat gezeigt, dass der Stoizismus trotz seines antiken Ursprungs auch heute noch eine klare und verlässliche Richtschnur bietet. In den unruhigen Gewässern unserer heutigen Zeit, wo die Geschwindigkeit des Wandels oft überwältigend ist und die Kriege des Informationszeitalters uns bedrängen, erinnert uns der Stoizismus daran, dass unsere wahre Stärke aus der Tiefe unseres inneren Wesens kommt. Die bereits besprochene innere Zitadelle steht nicht nur als Bild für innere Stärke, sondern repräsentiert das unerschütterliche Fundament des Stoikers. Gerade in den Zeiten von Krieg und Konflikten dient sie als Ort der Zuflucht. Ein Schutzschild gegen die Turbulenzen der Außenwelt. Der Stoizismus betont auch das unverzichtbare Band der Gemeinschaft. In einem Zeitalter, das oft durch Uneinigkeit und Missverständnisse zerrissen wird, bietet die stoische Perspektive eine kraftvolle Erinnerung an die Bedeutung des Zusammenhalts und der Einheit. In den dunkelsten Momenten der Menschheitsgeschichte, gerade in Kriegszeiten, führt uns der Stoizismus vor Augen, dass die größte Herausforderung darin besteht, unsere Menschlichkeit zu bewahren und unsere ethischen Prinzipien nicht aus den Augen zu verlieren. Wir haben heute tiefe Einblicke in den Stoizismus gewonnen und seine Relevanz in Zeiten von Krieg und Frieden betrachtet. Welche Gedanken und Gefühle kommen bei dir hoch, wenn du an die Konzepte des Stoizismus denkst? Wie würdest du die Lehren des Stoizismus in aktuellen Konfliktsituationen anwenden? Ich freue mich auf eine angeregte Diskussion in den Kommentaren. Teile dieses Video mit denen, die ebenfalls von diesen Erkenntnissen profitieren könnten. Bis zum nächsten Mal.